Elisa, schön, dass du Zeit hast, kurz vor der Premiere zu dem Film Effigie mit mir über den Film zu sprechen und über deine Rolle. Du bist ja eine der beiden Hauptdarstellerinnen. Ja. Wie fühlt sich das an jetzt? Ja, ich bin heute den ganzen Tag schon ein wenig aufgeregt. Doch, also wir waren gestern in Hannover und hatten schon eine ganz tolle Premiere und wir hatten auch schon eine Weltpremiere in Bremen, halt vor einem Jahr und das war auch schon sehr aufregend, aber heute sind wir in der Stadt, wo ich wohne und es kommen ganz viele Freunde und ich freue mich einfach wahnsinnig, ja. Ist das denn nochmal was anderes, auch mit den Freunden zusammen zu gucken, nehme ich an? Ja, auf jeden Fall. Die haben ja mich mehr oder weniger begleitet während der Drehzeit oder haben davon mitbekommen, dass ich drehe und nach Drehschluss und wo das dann geschnitten wurde. Und immer gab es Neuigkeiten zu dem Film und heute ist er fertig und heute ja, sind ganz viele da, um das Werk dann anzugucken. Ich freue mich, dass die alle da sind und kommen, ja. Fertig ist der Film ja eigentlich schon länger. Richtig. Der wurde ja schon weit vor Corona gedreht und ihr habt auch vor Corona die Weltpremiere gehabt. Mhm. Und seid dann über die Festivals getourt. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Wir hatten eine Filmtour durch die USA. Also wir waren in San Francisco, auch Louisiana und in verschiedenen Städten. Ich war selber in San Francisco mit dabei und in Montana. Das war auf jeden Fall sehr aufregend und da haben wir das erste Mal den Film auch alle zusammen im Team angeguckt. Also mit einigen von uns, es sind nicht alle dabei gewesen. Und das war sehr aufregend, ja. Wie hat das Publikum da den Film aufgenommen? Da lief er ja, nehme ich an, mit Untertiteln, aber in Deutsch bestimmt? Sehr, sehr positiv. Also wir haben auch verschiedene Preise schon abgeräumt auf verschiedenen Festivals und ich habe jetzt auf dem LH Film Festival in Barcelona auch Best Supporting Actress Award gewonnen und da sind ganz, ganz viele tolle Awards und Nominierungen gekommen. Hm. Wenn wir mal zum Anfang zurückkommen, das ist ja wahrscheinlich das Casting gewesen bei dir. Mhm. Weißt du, wie du zu der Rolle gekommen bist genau, warum der Regisseur dich ausgewählt hat? Also das war eine sehr, sehr, also die ganze Geschichte war total schön. Ein guter Freund, Regieassistent und Regisseur Tom Silski hatte mich angerufen, als ich auf einer Party gearbeitet habe und hat gefragt, ob ich nicht zum Casting kommen kann. Hat mir kurz von dem Projekt erzählt und meinte, das ist in 4 Tagen. Und dann habe mich die nächsten 4 Tage bei mir zu Hause eingeschlossen und habe mich einfach nur mit dem Thema beschäftigt, habe Musik gehört, habe natürlich ganz viel geprobt, habe mich in die Zeit reingefühlt und dann bin ich zu dem Casting gegangen und war natürlich aufgeregt, aber es war sehr, sehr spannend. Also ich habe auf jeden Fall den Christoph Gottscheich, der ja den Senator Droste spielt, plötzlich mundtot gespielt. Er war so perplex über das Spiel, wie ich es gespielt habe. Und dann war ich so, okay, war das jetzt gut oder war das jetzt nicht so gut? Aber er war auf jeden Fall beeindruckt. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen. hört sich sehr beeindruckend an, wenn man das so sagen kann. Hast du dich auch mit dem Stoff denn beschäftigt? Mit dieser, es ist ja eine historische Person. Die genau. Gesche, deine Person allerdings nicht, ne? Richtig, also meine Person, das war ein Mann, also meine Figur, das war der Dr. Noel Tenius, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Und die Gesche Gottfried war damals eine der ersten Serienmörderinnen. 1813 bis 1828 hat sie 15 Menschen umgebracht und mehrere Menschen vergiftet oder angegiftet in nicht tödlichen Dosen und hat über viele Jahre viel Schrecken verursacht. Und ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil ich habe auch eine Bachelorarbeit darüber geschrieben und ich habe über den Film geschrieben, Effigie, und aber auch über Fassbinders Interpretation, die 1973 war, Bremer Freiheit, und habe die miteinander verglichen und habe auch eine psychoanalytische Filmanalyse gemacht und hatte da natürlich unsere Rolle, den Herrn Schmidt, den Bürgermeister Schmidt, der ist nämlich auch Psychiater. Und der hat mich auch dabei sehr unterstützt und da haben wir halt geschaut, welche psychischen Persönlichkeitsstörungen eventuell Gesche Gottfried haben hätte können. So, weil damals gab es natürlich nicht die Hilfe, die man heute
in solchen Situationen gegebenenfalls braucht, wenn Missbrauch oder sonstiges stattgefunden hat. Ja, ich denke auch, also mir fällt da sofort dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom genau. ein, wo Richtig. Ich dran gedacht habe beim Angucken des Films. Richtig, ja. Die Gesche, also das ist das, was Udo halt auch in seinem Film mit reinbringt, ist, dass sie natürlich auch am Münchhausen-Proxy-Syndrom gelitten haben könnte und Ego-State-Disorder hatte. Sie hat ja auch Stimmen gehört, sie sagt im Film, und diese Stimme, so verführerisch. Also sie hat auf jeden Fall, auch in den Prozessakten sind viele, viele Dokumente darüber, wie sie in verschiedene States switcht. Und sie konnte sehr traurig sein und im nächsten Moment, wenn eine falsche Frage kam, war sie wie versteinert. Also da gibt es sehr viel nachzulesen in dem Sachbuch von Per Meter auch über die ganze Geschichte. Das ist alles sehr ja, dokumentiert. Ja, ich habe das auch so ein bisschen verstanden, dass deine Rolle, die Cato Böhme, so ein bisschen der Gegenentwurf ist zu dem, was die Gesche im Film darstellt. Weißt du, ob ich das richtig sehe? Ja, ich repräsentiere alles das, was Gesche Gottfried womöglich auch gerne gehabt hätte in ihrem Leben. Sie war sehr begeistert für Theater, sie hat gerne studiert, sie hat gerne gelernt und ich bin eine ja, aus einem guten Elternhause. Damals durften die Töchter aus höher gestellten Familien auch in Göttingen, also an so einer Uni, auch ja. studieren. Die Göttinger Berufsmamsell, genau, so hießen die. Ja, das wird ja auch erwähnt da, ne? Genau. Und ja, und Udo zeigt sozusagen das, was eine Frau womöglich, also wie Gesche gerne oder was Gesche vielleicht gerne erreicht hatte, weil sie war eine sehr, sehr intelligente und schlaue Frau. Ja. Da hätte ich mir fast ein bisschen gewünscht, dass man noch ein bisschen mehr auch im Film erfährt über den Hintergrund, warum sie so geworden ist, wie sie war. Ja. Genau, ich wollte dich noch fragen. Hast du dich dann auch mit der Historie beschäftigt in Bezug auf die Stellung der Frau damals? Wie das damals aussah, was dann überhaupt möglich war, wenn eine Frau ja, sich bilden wollte oder einen Beruf ergreifen wollte? Also das war für Frauen damals sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer. Und das ist sozusagen auch das Schicksal, was Gesche Gottfried erlitt. Und ich habe mich damit beschäftigt, aber ich kann das jetzt nicht ganz ja. so wiedergeben, was damals ja. Okay. für Verhältnisse stattgefunden haben. Die Rolle war jetzt für dich auch, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, deine zweite Hauptrolle in einem Film? Genau, ich habe, als ich 15 war, wurde ich auf der Straße gecastet, ja. da hat mich jemand angesprochen. Von Thorsten Netter, ne? Genau, für den Film Mit dem Rücken zur Wand, und da habe ich die Rolle Doro Lebbig übernommen, das war die kleine Schwester vom Hauptdarsteller, und ich hatte damals schon, das war schon eine große Rolle, es war jetzt nicht die Hauptrolle, aber es war schon eine sehr große Rolle, und da durfte ich das erste Mal die Filmluft schnuppern. Ja, und für diese Rolle hast du ja auch einen Preis gewonnen. Hat sich das jetzt schon bemerkbar gemacht bei dir? Kommen jetzt die Angebote, flattern die nur so rein bei dir jetzt für Hauptrollen? Also ich hatte ein lustiges Gespräch mit der Susanne im Auto und sie sagte, wenn ein Schauspieler eine Auszeichnung bekommt, dann hat er erstmal 3 Jahre lang nichts zu tun. Und dann war ich so, was, wirklich? Und dann sagte sie, ja, das ist so eine Redewendung oder so, wie man das so sagt. Und dann dachte ich so, naja, dann kann ich das ja verstehen, weil es ist tatsächlich nicht so viel bis dato passiert. Ich war in der New York Times mit an excellent Elisa Thiemann, also da wurde ich sehr, sehr schön erwähnt und wir hatten einen tollen Artikel über FIG. Und wir haben halt verschiedene Auszeichnungen bekommen und auch Nominierungen und ich habe den Preis gewonnen. Aber bis dato hat sich Hollywood noch nicht gemeldet. Aber ich meine, in Deutschland gibt es ja auch genug Krimis, Dramen, Liebesfilme. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du schon neue Projekte jetzt realisiert? Corona macht es jetzt ja auch nicht so einfach, ne? Das stimmt, wobei es wird noch sehr viel gedreht. Bis jetzt war das Telefon noch recht ruhig. Ja.
Aber vielleicht kommt ja jetzt durch das Interview ein bisschen was rein. Wer weiß, ja. Ich würde mich freuen. Na klar. Gut, ich bedanke mich für das interessante Gespräch mit dir und wünsche dir erstmal viel Spaß auf der Premiere heute Abend. Dankeschön. Vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank für deine Zeit.